junkfoodtaster.com. Und jetzt gibt es Hallorenkugel. Ja. Limoncello. Ja, da gibt es eine Menge Geschmacksrichtungen. Ja, gucken wir uns am besten die Verpackung, gucken wir uns am besten auf dem Brett hier an. Ja, sieht schon mal sehr ansprechend aus. Hier das Cocktailglas. Passt auch schön zum Sommer jetzt. Ja. Deutschlands älteste Schokoladenfabrik. Oh, jetzt hat er unscharf. Ja, seit 1804. Und wo ist Deutschlands älteste Schokoladenfabrik? In Halle, Halle an der Saale. Da gibt's jetzt, in Deutschland gibt es ja zwei Halle. Okay. 12 Stück, 125 Gramm. Made in Germany. Aha, fett. Oh, das ist aber eine Zuckerbombe hier. 62,2. Das ist heftig. Ah, hier gibt es ein Schokoladenmuseum. Mit dem einzigartigen Schokoladenzimmer. Sowas liest man auch nicht gut. Oft. Besuchen Sie unser Schokoladenmuseum mit dem einzigartigen Schokoladenzimmer. Und überzeugen Sie sich selbst von dem Hallorenkugel Qualitätsstandard bei einem Blick in die gläserne Produktion. Das ist super. Ja. Das ist das erste Mal, dass auf einer Verpackung angeboten wird, eine Fabriksbesichtigung zu machen. Ja, was gibt's hier? Kakao 33% und so weiter. Und hier nochmal das Bildchen. Ah, hier steht noch mehr. Quatsch. Ob ich das vorlese? Okay, diesmal ruhig mal vor. Okay, das erste vielleicht nicht. Das wohl bekannteste Produkt unseres Hauses, die Halloren, die originale Hallorenkugeln, entstand 1952. Sie war die lang ersehnte Volkspraline, die die schwere Nachkriegszeit versüßte und auch heute noch in aller Munde ist. Form und Namen verdankt die beliebte Kugel den Silberknöpfen der Salzsiedertracht. Salzsiedertracht, deren Träger sich auch heute noch Halloren nennen. Habe ich noch nie gehört. Salzsiedertracht. Oder kann ich hier? Ja, keine Ahnung. Das sind die, die im Salzbergwerk das Salz abbauen oder so. Müsste es dann nicht salzig sein? So, erstmal hier Schutz. Haben sie sich Mühe gegeben. Qualitätsgarantie. Ja, wollen wir hoffen, dass das jetzt alles in Ordnung ist. Ist jetzt live on camera von Deutschlands härtesten Food-Verkoster. Ja, 12 Stück. Sehen prächtig aus. Das ist jetzt natürlich prädestiniert, zerschnitten zu werden. I always cut stuff. So. Einmal hat zwei Seiten, eine gelbe und eine weiße. Jetzt zerschneide ich vielleicht das vielleicht nochmal so hier. Ja. Okay, und jetzt wird es verkostet. Oh, die Sonne ist weg. Ja, schmeckt total nach
was Zitronenmäßigen. Das Zeug ist brutal süß. Brutal. Und das ist irgendwie diese Masse hier. Ich meine, es ist jetzt auch sehr heiß in meinem Zimmer, 27 Grad. Aber hier ist jetzt nichts. Nichts drin, was das sozusagen crunchy macht. Also sehr weich nur. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Kühlschrank, vorher besser im Kühlschrank machen sollte. Ja. Aber das ist auch. Ja, das ist so eine klebrige, total klebrige Masse. Schmeckt zwar nach Limette, ich gebe das 2. Ich habe mir überlegt, ob ich es fehlgebe, aber ich denke mal, das 2 ist noch vertretbar. Gut, und wenn ihr Halloran und speziell diese Geschmacksrichtung schon mal gegessen habt, dann klickt doch einfach mal auf den ersten Link in der Beschreibung und könnt das selber bewerten. Gut, Dankeschön.